Yeah. <laughs> So richtig Freude aufkommen will, offensichtlich aktuell nicht, zumindest mal, wenn man auf den Dow guckt, denn der ist heute Nachmittag nach wie vor auf der Abwärtsseite unterwegs. Wir sehen, dass die Bewegung hier im 5-Minuten-Chart ja, ziemlich deutlich nach unten zeigt, zumindest mal bei dem Ausschnitt, den wir uns eben angeguckt haben. Trotz alledem, gute Hoffnung ist eigentlich da, denn wir haben ungefähr hier auf dem aktuellen Niveau, also ich will es nur mal so ganz grob mal sagen, hier haben wir eine gewisse Unterstützung hier im Chart, wir haben eine ganze Reihe von Tiefmarken, einige sagen, das ist durchaus eine Chance, dass der Kurs hier nochmal mal abprallt. Ich will das gar nicht schlecht reden, Dann, denn das, was wir im vier Stunden Chart sehen, hat die Chance, uns hier sogar noch mal einen Long Trade hier zu, ähm, zu geben. Vielleicht sogar mit noch Erwartungs, oder mit der Erwartungshaltung, dass es noch mal ein gutes Stück weiter nach oben geht. Also aktuell Short Seite. Ich weiß nicht. Im Übergeordneten ich halte es für nach wie vor äh, für machbar, aber ihr seht schon, es ist überhaupt kein Druck jetzt in dem Sinne da. Die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben im vier-Stunden-Chart zumindest mal sieht es so aus. Die Abwärtsbewegung, die sich dann anschließen könnte, bietet alle Chance, dass wir noch mal nach oben gehen. Also jetzt hier auf die Short-Seite zu setzen, weiß ich nicht so richtig, denn wir sehen das auch hier das letzte Teilstück. Es geht nach unten. Es sieht aber eher korrektiv aus. Woran sieht man das, dass die Gegenbewegungen, diese hier und diese hier ebenso stark überschneiden sind? Also wohl eher zum Wochenstart die Aufwärtsrichtung. Das ist beim SP gar nicht so schlecht anders, denn beim SP haben wir relativ stark hier das Tief, ebenfalls hier auf so einer interessanten Marke. Wir haben hier einen deutlichen Anstieg. Wir sind jetzt hier korrektiv auf dem Weg nach unten. Man hätte sogar die Chance, hier auf diesen Zwischenhochs nochmal eine Longensituation zu mitzunehmen, also das gleiche Bild, was wir beim DAU haben, aber hier vielleicht sogar noch ein bisschen schöner, weil der Anstieg, den wir hier haben, ein bisschen hübscher aussieht. Ich kann das mal ein bisschen größer machen, dann sieht man das vielleicht auch besser. Ich zeichne das mal mit meinem blauen Stift ein bisschen nach. Wir sind einmal hoch, dann sind wir hier runter, dann sind wir wieder hoch, dann sind wir noch mal runter, und dann sind wir noch mal hoch. Also das hier ist in etwa die Bewegung. Guckt es euch dann noch mal parallel an, die wir da haben. Das sieht einigermaßen fünfwellig aus, während die Abwärtsbewegung, die wir hier haben, zumindest einen sehr korrektiven Charakter hat mit den Gegenbewegungen, die da ja, so richtig Vortrieb nicht haben mit Überschneidung. Also, ich sehe eine ganz gute Chance, dass wir hier uns auf dem Weg nochmal nach oben machen. Um allerdings einzusteigen, würde ich dann auch gerne sehen, dass wir Zwischenhochs mal rausnehmen. Dafür böte sich vielleicht so ungefähr der Bereich 4085 an. In etwa, das ist, äh, sind die Hochs, die wir. Heute gegen Mittag hatten. Also, wenn die nochmal rausgenommen würden, wäre das ein ganz gutes Zeichen, jetzt hier direkt auf die Long-Seite zu wechseln, weil sie nicht da würde. Mir der Mut fehlen, ich jetzt immer ganz gerne, wenn ich irgendwo eine Bestätigung sehe. Für die ganz kurzfristigen, vielleicht auch auf so eine Bewegung achten, dann kann man vielleicht sogar noch kürzer einsteigen. Aber ansonsten, wie gesagt, 4085 den Mittagshoch vorsichtig die Werte auf den Future, den E-Mini-SP. Ausgerichtet. Der, der Nasdaq ist nicht ganz so sauber, was das angeht, und zwar deshalb, weil der Anstieg war zwar schön, aber die Bewegung geht nach oben. Und das ist eigentlich dann die Falschrichtung, weil jetzt ist es nach oben, aber nicht so schön. Also das gleiche Argument, das sieht korrektiv aus, jawohl, wegen der Gegenbewegung, die wir auf dem Weg nach oben haben, die alle überschneidend sind. Aber dann wäre nach oben falsch. Hm, tatsächlich sieht der Nasdaq entsprechend nicht so schön aus. Und äh, würde ich mir mh, die Sorge noch machen, dass wir noch mal einmal tiefer gehen im Laufe des Nachmittags. Ja, wie kann das denn jetzt sein? Widerspricht sich das nicht? Ja, das tut's. Und das ist äh, deshalb der Grund, warum es für mich so wichtig ist, dass ich sehe, dass der Markt etwas triggert. Denn wenn der jetzt wirklich runter geht, was ich mir hier vielleicht sogar noch eher vorstellen kann, weil das sieht nicht nach einer gesunden Aufwärtsbewegung aus. Wenn er wirklich runter geht, dann dürfte der auf dem Weg das da oben nicht triggern und äh, wäre das also schadlos. Und vielleicht, wenn der hier noch ein bisschen tiefer geht, triggert er halt später dann die Aufwärtsseite. Und das könnte durchaus mit dem Nasdaq übereinstimmen, wenn der Nasdaq dann halt nochmal mal runtergeht, dass man dann später vielleicht die Long-Seite mitnimmt. Das ist für viele etwas verwirrend, aber eigentlich ein relativ einfacher Zusammenhang, dass man sagt, okay, wenn dieses Bild eben nicht gut für Long aussieht, dann gehe ich halt hier jetzt nicht Long. Soll ich hier Shorten? Naja, für einen Short bräuchte ich jetzt korrektive Aufwärtsbewegung, dann würde ich ja gerne zumindest nochmal so einen Zwischenshort mitnehmen und dann hätte ich von dort wieder neue Möglichkeit auf die Long Seite mitzugehen, was entweder dieses Muster bedürfte oder eben den Trigger hier beim S&P 500. Also ich suche mir immer den Titel aus zum handeln, der dann die entsprechenden Triggermarken dann entsprechend auch reißt. Also nicht jetzt auf einen Titel, ja, ist mir egal, ich mache jetzt den S&P, sondern ja, nimmt doch das was in der jeweiligen, äh, im jeweiligen Markt das bessere Szenario zu sein scheint und handelt es dort, wenn es dann losgeht, sprich triggert und auf dem Markt, der dann besonders gut aussieht. Long, wie gesagt, gefällt mir beim SP ganz gut, beim Dow Jones vielleicht eine Stufe größer. Ich gehe nochmal hier auf den Dow Jones Future. Dieser Anstieg hier ist allerdings nicht so doll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also insofern, das gefällt mir beim SP deutlich besser, als es hier ist. Nur die Abwärtsseite ist ebenfalls sehr schwach, aber dementsprechend ein Gewinner. Wenn Long würde ich am ehesten beim SP wahrscheinlich Long gehen, auch wenn diese Abwärtsbewegung eher korrektiv aussieht. Leider sieht dieser Anstieg, den wir hier vorne haben, mit den vielen Überschneidungen und hin und her Richtungswechseln, die wir hier haben, nicht so besonders gut aus. Also, das Fokussieren des richtigen Marktes ist, glaube ich, die sinnvollste Variante hier. Wir gucken noch mal auf den DAX. Der DAX jetzt hier im 15-Minuten-Chart, zum Beispiel der Index, nicht so schlecht unterwegs. Der Anstieg, dann hatten wir hier eine Pause, dann hatten wir wieder einen Anstieg, dann haben wir hier wieder eine Pause. Die sind überlappungsfrei hier noch mal. Wenn ihr es nicht genau sehen könnt, ich mache noch mal alles weg. Seht ihr das hier? Die, dieses Tief hier und dieses Hoch da überschneiden sich nicht. Ihr habt sogar hier intern so eine 1, 2, 3, 4, 5... Ja, also auch das wäre durchaus nachvollziehbar. Was ich jetzt am liebsten sehen würde, ist, dass der Kurs noch mal so ein bisschen hochgeht. Dann hätten wir einen Anstieg, danach die Pause und das wäre dann wieder ein Punkt, wo man dann wieder einsteigen kann. Also nicht notwendigerweise zum aktuellen Moment. Da bin ich nicht so sehr glücklich, jetzt einzusteigen, denn der Voraussicht nach müsste ja irgendwann diese Pause dann entsprechend hier erst noch mal kommen, um dann einzusteigen. Für die Long-Seite. Also, soweit die Ideen hierzu. Die Erwartungshaltung ist also eher aufwärts gerichtet bei den Märkten. Also, ihr seht, dass ich nicht so richtig auf der Abwärtsseite unterwegs sein mag aktuell. So hauptsächlich ähm, sehe ich eigentlich die Chancen eher auf der Aufwärtsseite. Allerdings, SP, der hat die Trigger-Möglichkeit schon parat. Ich habe es ja eben gezeigt, der DAX muss sich diese hier eben noch schaffen. Dow Jones ist mir am unsichersten. Naja, Nasdaq ebenfalls. Also ich würde mich dann bei denen eher nicht sofort auf die Long-Seite setzen. Vielleicht wären das meine Indikationen für die Short-Seite. Sprich, wird das Bild hier irgendwann für die Short-Seite attraktiv? Wären meine Shorts eher beim Nasdaq und Dow Jones? Triggert er die Longseite bei SP oder DAX später? Dann wären das da meine Long-Geschichten. Und wer jetzt verwirrt ist und sagt, das kann nicht sein, dass die unterschiedlich laufen. Richtig. Deshalb ist die Aussage, ich gehe in den Markt in die Richtung, der das stärkere Bild hat. Und welches dann nachher triggert, also loslöst, äh, losgelöst wird sozusagen, das weiß ich nicht. Das Schöne ist, muss ich aber ja nicht entscheiden. Das werden die Marktteilnehmer tun. Ich weiß nur, dass ich dann in dem jeweiligen Markt dann meine Positionierung entsprechend eingehen kann. So, in der Hoffnung, dass euch das ein bisschen weiterhilft. Ähm, zumindest mal im großen Bild gibt es überhaupt gar keine. Ähm, deutlich erkennbaren Risiken hier. Ihr wisst, dass ich im NASDAQ das immer noch recht korrektiv hier finde. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn es insgesamt, auch wenn das am Nachmittag nochmal runtergehen kann, aber insgesamt später noch ein bisschen nach oben geht, würde mich das bei eigentlich allen Indizes nicht besonders wundern. Zumindest mal Abwärtsdruck sehe ich da aktuell noch nicht wirklich. Wir werden es im Auge behalten und ich werde darüber berichten. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.